Ja, herzlich willkommen zurück bei Chrono Trigger. Wir haben das letzte Mal den bösen, bösen Magier besiegt und... Nee, haben wir das überhaupt? Wir waren auf jeden Fall im Schloss des bösen Magiers und haben seine Schergen besiegt. Aber haben wir gegen ihn selber auch gekämpft? Alter Schwede, das ist schon so lange her, dass ich das vergessen habe. Ich sollte meine eigenen Let's Plays mal gucken. Aus irgendeinem Grund... Was waren das nochmal? Warum sind wir hier nochmal in der Vergangenheit? Da hat es irgendwie Kabum, Kabuff gemacht und wir sind hier aufgewacht. Im Zelt des Häuptlings. So, und dann war irgendwas und jetzt ist die Frage, was war? Vielleicht am Stammesplatz. Der Tauschner hat neue Waren, okay. Warum raus? Gehen wir mal zum Tauschner. Das hört sich ja gut an. Nicht genug Tauschware haben. Nicht genug Waren, kein Tausch. Ach stimmt, wir haben das letzte Mal alles ausgegeben, oder? Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir wieder auf den richtigen Weg? Sind die hier runter in den Wald? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht nach oben, auf dem Berg. Da war der eine Berg, den wir damals erkundet haben, wo wir noch nicht zurück sind. Ja, vielleicht ist ja hier richtig. Gucken wir mal. Combo. Triple-Attacke. Stimmt, deswegen hatten wir die drei drinnen mit Frosch. Ach, stimmt, die Steine waren ja auch Gegner. Ey. Kriegen wir die auch so fertig? Ja, sieht gut aus. So, Fangzahn und Blüte erhalten. Oh je, ich hoffe, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Das ist der Nachteil an den ganzen alten Spielen. Du kriegst nicht mehr gesagt, wo du hin musst oder hast keine Zusammenfassung. Da ist man dann doch schon ein bisschen doof dran. Naja, ansonsten durchsuchen wir halt die Gebiete, leveln ein bisschen dadurch. Ist ja jetzt auch halb so wild. Denke ich. Gucken wir mal. 250 Erfahrung, okay, ja. Aber wir kriegen es schon raus. Wir können ja ein paar Gegnern ausweichen. Wir müssen ja nicht gegen den jetzt kämpfen. Guck mal. Boah, ganz knapp vorbei. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Ach da, der Stein versperrt den Weg. Du Mistkerl. Das heißt, wir müssen ja jetzt doch gegen die kämpfen. Combo. Überschallrotor hätte ich gern. Ach, klasse. Die müssen physischen Schaden nehmen, ne? Die Affen, weil die gegen Magie quasi eine große Verteidigung haben. Das zählt jetzt aber auch als Angriff für den Stein, oder? Nee. Ah, seht ihr schon das erste Level? Warte mal, wir sollten uns vielleicht hier mal gesund schlecken. Das macht der Frosch ganz gerne. Schmecken ja auch alle gut. Schön. Wir schmecken alle schön nach Monstersabber, Blut, Dreck. Da will noch einer sagen, wir haben keinen Geschmack. Und Frosch weiß das am besten zu schätzen. Deswegen schlägt er uns auch immer ganz gerne. Das ist quasi dasselbe Erlebnis, was wir als Kind haben, wenn die Mutter sagt,
möchtest du vom Rührstab, also wenn, ne, wenn ein Kuchen gebacken wurde oder irgendeine schöne Süßspeise, möchtest du nicht den Rührstab abschlecken? Das gleiche Erlebnis hat hier Frosch, wenn er uns gesund macht. Guck mal, da ist ein Stern. Da kommen wir nicht hin. Ah. Oh Gott. Ich wette, hier kommen wir irgendwann nochmal hoch. So. Super. Ein Bildschirm weiter und schon sind sie wieder gespawnt. Also wie war das? Wir waren im Zelt des Häuptlings. Muss ich vielleicht einfach nur ins Häuptlingszelt zurück? Bin ich vielleicht einfach nur rausgegangen, um zu speichern damals? Das wäre jetzt ganz doof. Okay, das Monster da unten ist schon mal nicht mehr da. Wäre auch ein bisschen doof, wenn es uns direkt den Weg versperrt, aber... Man weiß ja nie. Okay, rechts. Sehr gut. Liegen die noch weg? Nee, ne? Da ist gerade hier so ein bisschen aus wie Rising. Wer das gesehen hat, das kleine Top-Down-Vampir-Survival-Spiel. Dort konnte man die Abhänge immer schön mit der Shift-Taste runterspringen. Das hätte ich mir jetzt hier auch gewünscht. Da wäre ich da vorne einfach runtergesprungen. Und dann hätten wir uns das ganze Kämpfen sparen können. Okay, shit, der Stein. Natürlich. Naja, solange wir den anderen Stein nicht angreifen, wacht er auch nicht auf. Naja. Wir konnten ahnen, dass er... Ach so, die waren beide noch quasi im Ruhezustand. Der hat trotzdem den einen genommen und geworfen. Ich habe mich schon gewundert, warum sie nicht den aktiven, das aktive Monster angreifen. Das wäre natürlich viel schöner gewesen. Oh, guck mal, hier oben ist noch was. Was ist denn das hier? Eroberruine. Das Gegner? Nee. Reptitenkino entführen. Reptiten alle töten. Die gegen Reptiten sein. Schrecklich sein. Okay. Reptiten nach Eila kommen. Eila Unheil bringen. Reptiten alle Krieger töten. Ach guck, dann mussten wir doch nicht zurück ins Zelt. Eila, alles deine Schuld sein. Schau, Dorf. Reptiten dir folgen, jetzt Dorf zerstört. Eila Leidtun. Reptiten stark, schon vor uns hier leben, darum wir verstecken. Aber Eila sagen, zusammenkämpfen, Eila immer noch so denken. Solange Eila leben, Eila kämpfen. Gewinner leben, Verlierer sterben. Das Regeln sein, niemand ändern können. Ihr atmen aber schon längst tot. Eila, du stark, darum so sprechen könnt, doch wir nicht stark. Das falsch sein, nicht kämpfen, weil stark, stark sein, weil kämpfen. Wir euch helfen, aber dafür Peterosaurus brauchen, ihr uns sein. Ja, da müssen wir jetzt wirklich auf den Berg, der hieß ja so. Burg Tyranno gehen, dort viele Reptiten, gefährlich, sogar Eila gefährlich. Eila sterben wollen? Nein, leben wollen, darum gehen. Eila ganz bestimmt schaffen. Bitte Peterosaurus geben. Also gut, Peterosaurus geben, ich werde Bescheid sagen. Ihr Peterosaurus Nest gehen, vorsichtig sein, Eila. Danke, viel Hilfe. Gut auf Eila aufpassen, okay. Hier oben ist nichts. Das macht mich hier ab und zu wahnsinnig im Spiel. Hi Chester. Das macht mich hier manchmal wahnsinnig im Spiel, dass wir hier so offene Ränder haben, wo man immer denkt, hier geht's rüber in den nächsten Screen, aber dann ist da nichts. So,
Okay, und wo ist sie jetzt hin? Ist sie in ihr Zelt? Nee. Dorfplatz? Jo. Hier können wir jetzt mal gucken. Wir haben ja was. Was gebe ich noch? Fangzähne? Oder Federn, Federn. Magma-Arm. Okay. Ich frage mich gerade, ob wir auch das alte Zeug wieder kriegen, wenn wir dasselbe. Traumsteinpistole, okay. Wenn wir dasselbe quasi wiedergeben, aber es scheint nicht zu sein. Du nicht genug Tauschwaren haben. Kein Tausch. Wie nicht genug. Okay. Na, dann ist es so. Der Roboter kriegt jetzt einen neuen Arm. Die Todesklaue tauschen wir gegen den Magma-Arm. Guck mal. Das macht dann 9 mehr Damage. Ui. So, und die Luca, die kriegt ihre Traumsteinpistole. Auch wenn wir sie nicht im Einsatz haben, die gute. Ja, gut, dann ich würde jetzt mal behaupten, die sind jetzt hier hoch in das Nest gegangen. Aber das heißt für uns, aber wir speichern vorher mal. Ja gut, kommen wir nicht drum rum. Machen wir erstmal einen Affen fertig. Das ist aber auch gar nicht mehr so schwer mittlerweile, ne? Würde mich aber trotzdem freuen, wenn wir hier einfach mal einen One-Shot machen würden, statt dass wir mehrere Angriffe brauchen. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht genug Materialien haben. Wir hätten ja eigentlich ein bisschen farmen können, damit wir hier mit den besseren Waffen dann in diesen neuen Story-Part gehen, sozusagen. Aber wer weiß, vielleicht holen wir ja hier nur diesen Pterosaurus ab. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Flugmonster oder, ja doch, hoch oben auf dem Berg muss ein Flugmonster sein, ne? Damit können wir dann rumfliegen. Und bevor wir dann irgendwo hinfliegen, sofern uns das Spiel lässt, werden wir nochmal versuchen zu tauschen. Vielleicht kriegen wir ein besseres Schwert. Wobei ich wegen Frosch ein bisschen Bedenken habe, wegen besseren Schwert. Dem haben wir dieses Kandelion gegeben oder Kandelion, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ja eigentlich schon das Oberschwert, ne? Schlechthin. Was kann der denn jetzt noch Besseres kriegen? Oh, Kronwand Level Up. Ja, genau, den oberen bitte zuerst. Weil ich glaube, der, der am nächsten am Stein dran ist, wirft den auch. Shit. Habe ich es nicht gesagt. Na, wir sollten schon wieder. Hey, warum greift denn der so schnell an? Och, das. Jetzt dein Ernst. Warum gehen die auf den Stein dann drauf? Der war doch inaktiv. Erst wenn wir den Stein angreifen, fängt der uns an anzugreifen. Egal. So. Wir sind jetzt wieder total verschwitzt. Wir haben hier Monstersabber. Wir haben Fellreste am Körper. Und auch der Stein hat ein bisschen Mineralien und Schmutz an uns gelassen. Und darauf steht der Frosch. Und der Frosch sagt: Komm, ich schläg dich gesund.
Dann schlägt er auch noch sich selbst gesund und sogar den Roboter, weil er auch Rost mag. Sulle. Der ist einfach zu gut zu uns. Do you speak English? Yes. But it's a German stream, so I speak in German normally. But if you have questions, I can try to answer. So. Wieder. Okay. Na, hier ist doch der neue Story-Abschnitt. Du willst alleine aufbrechen, sagt Frosch. Ich kenne deine Motive nicht, doch Freunde von Krono sind auch meine Freunde. Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie du alleine dein Leben riskierst. Das ist ja jetzt interessant. Wir haben ja jetzt Frosch im Team, das sagt er jetzt ja nur, weil er im Team ist, oder? Sonst müssten hier ja auch unsere anderen zwei Kolleginnen noch rauskommen und irgendwas sagen. Nein, Burg Tyranno gefährlich. Ihr nicht kommen, vielleicht alle sterben. Dann willst du also allein in den Tod gehen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Nicht nachdem du uns so viel Hilfe und Gastfreundschaft zuteil werden ließest. Brechen wir auf, Krono. Ihr gute Freunde. Brechen wir auf zu Burg. Natürlich. Und schwupps sind da direkt nochmal neue dazu. Okay, Frosch ist raus, Eiler ist rein. Kann ich mit leben? Für den Anfang. Eiler ist ein Pflichtcharakter, weil es ausgegraut. Ich kann höchstens Robo austauschen. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Guck gerade mal. Weil hier Kombos könnten wir rechts mal angucken. Dreier-Kombos haben wir hier gar nicht mit den anderen Charakteren, was ein bisschen schade ist. Wir haben also nur mit Frosch, Robo und Krono eine Dreier-Attacke. Bis jetzt. Oh, Anime-Sequenz. Sind schon ein bisschen kleiner, als ich erwartet habe, nachdem ich so den Pixelvergleich hatte. Oh, und da ist auch der leuchtende Stern. Aber ich befürchte gerade, können wir... Ach, guck mal, wir können hier absetzen. Die Frage ist... Ach, guck mal an. Wir kommen dann hier auch wieder hoch. Sehr gut. Das heißt, jetzt können wir nochmal versuchen zu tauschen. Okay, ich habe nicht genug Hörner. Ich glaube, ich habe von nichts mehr genug, ne? Fangzähne und Federn. Rubinweste. Nein, ich würde gern die bessere Waffe haben, die ist immer wichtiger. Wobei wir jetzt mal gucken können. Tricerab-Rubinweste hier. Ah, ist schlechter sowieso. Weil die hat auch schon eine Rubinweste. Nee. Alles klar. Müssen wir irgendwann wiederkommen, wenn wir genug. Ah, guck mal. Wenn wir genug Materialien zum Tauschen haben. Aber guck mal, wir können jetzt hier über verschiedene Sachen fliegen. Können wir auch übers Meer. Können wir auch. Zumindest anteilig übers Meer. Es ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt schon so rum können.
Was ist der offizielle Weg? Ist das hier der offizielle? Okay, passt auf. Der nächste Kontinent ist derselbe Kontinent. Okay. Also ist nicht vorgesehen, dass man da großartig erkundet. Was heißt? Okay. Na, guck mal, hier wäre aber noch was. Noch eine Höhle. Vielleicht gehen wir da mal zuerst rein. Der Sonnenschrein ist hier. Ich hoffe immer, dass das so eine kleine optionale Geschichte ist. Nee, ist es nicht. Wo man ein bisschen sich vorab ein bisschen, ja, ich will nicht sagen overpowern, aber stärken kann zumindest. Okay, dann gehen wir mal zur Burg. Speichern kurz ab. Wahrscheinlich ist drin auch wieder ein Speicherpunkt. Da, den kleinen habe ich gar nicht gesehen, den sie jetzt angreifen. Was ist denn das? Hm. Wir werden es nie erfahren. Es war einmalig. Es taucht nie wieder in dieser Welt auf. Wir haben es gerade ausgerottet. Das war der letzte seiner Art. Okay, guck mal hier. Okay, das in der Mitte hier ist eine Säule, dann ist das der Weg. Ah. Ich hoffe, sicherheitshalber nochmal die Ränder gerade ab, nicht, dass hier noch ein Schalter irgendwie ist. Ein geheimer. Okay. Wir machen mal weiter. So, da ging es runter, geht es hier links hoch? Nee. Na, guck mal da, wir haben doch nicht ausgerottet, sehr gut. Aber wir können seine Zahl auf jeden Fall dezimieren. Ah, guck mal, gerade von der Seite so ein bisschen gesehen. Erinnert mich ein bisschen an die Pflanzenmänner von Vegeta und Nappa. Aber sie haben die falsche Farbe. Guck mal, hier ist es ein Schalter. Das ist ein Gefängnis und wir haben sie befreit. Ui. Und was wäre, müssen wir sie befreien oder hätten wir sie drin lassen können? Was kann die gut? Guck mal, Trittsprung. Und dass der Konter so oft von Chrono klappt. Achso, okay, wir sind runtergegangen. Ne? Wir sind nicht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Der Kerkermeister spricht: Das wird ein Bankett mit euch als Hauptspeise. Und guck mal, der Kerkermeister ist gar nicht jemand Besonderes. Er ist auch so ein kleines Alien-komisches Dingsi-Bumsi. Und er sagt: Vorsicht, Affenangriff. Mal gucken. Überschallrotor, vielleicht funktioniert das ja gegen die. Komm schon. Ja, macht ein bisschen was an Damage. Bobo ist eine Stufe aufgestiegen. Ich würde gerne mal bei Fertigkeiten gerade gucken. Guck mal hier, Kratzattacke. Noch 18, das heißt ungefähr 2 Kämpfe. Dann hat sie die Kratzattacke. MG-Fäuste brauchen noch 218 FP. Okay, das ist ein bisschen was. Und Engel, das ist wahrscheinlich zum Wiederbeleben. Jawohl, noch 86. Okay. Der Kino ist da drin. Eila!
Eiler zurück, Kino. Eiler Kino retten. Oh, jetzt kriegt sie hier nicht mal die Tür auf. Robo, ihr Vorgehen scheint nicht auf den Maßstäben der Logik zu beruhen. Kino leidtun, alles Schuld von Kino. Nicht Schuld von Kino. Kino wegrennen mit Laruba-Stamm. Und Eiler? Starke leben, schwache sterben. Eiler kämpfen. Kino mitkommen. Nein, Kino nicht mitkommen. Wenn Eiler sterben, Kino neuer Häuptling. Eiler. Okay. Sie hat's geschafft. Eiler stark, Eiler nicht verlieren. Kino wissen, Kino etwas zeigen, ihr mitkommen. Ja, fast, aber da ist noch so eine Kugel. Ah, es war eine Truhe. Medium-Ether. Was wieder zu? Das dürfen wir es gar nicht aktivieren. Ja, das gibt uns gerade Gewissheit, dass da nichts Besonderes drin war, wenn wir da nicht wieder reinkommen. Kino, ihr stark, Kino schwach. Kino auch stark sein wollen. Okay, danke Kino. Okay, links sind Gegner, rechts sind Gegner. Ich glaube, das hier müssen wir aktivieren, ne? Uns draufstellen. Ha! Nice! Guckt ihr das an. Das müssen wir ja jetzt aber... Ach nee, hier ist eine kleine Kerbe drin gewesen in der Wand. Wollte schon sagen, müssen wir nachspringen. Ich habe mit der nur Einzelangriffe. Ich habe aber gerne Gruppenangriffe. Leider keiner dabei. Okay, hierüber kann man nicht. Natürlich. Hä? Okay, irgendwie Gegner auf einmal da, keine Ahnung warum. Warte mal, kann es sein, der Raum ist zappenduster und wir sehen nicht, wohin wir treten sozusagen? Beziehungsweise die Gegner sehen wir nicht. Könnte das hier der Haken an der Geschichte sein? Oh, da werden wir ganz schön angerüstet. Ich mag es ja immer, wie in Serien, Filmen, Animes die Leute durchs Feuer gehen und eigentlich nie Versenkungen. Sagt man das so? Versenken? Versenkungen davontragen? Wo sie normalerweise, wisst ihr, die Leute müssten Halbglatze auf einmal haben eigentlich. Die Haare müssten eigentlich runterbrutzeln. Was ist das, ein Boss? Ja, jetzt habe ich absolut nicht aufgepasst hier beim Spielen, ne? Ja, heilen wir uns mal lieber. Wenn wir noch dazu kommen. Der ist ganz schön fett hier am Schaffe. Natürlich.
Vor lauter Schwätze, ne? Guck mal. Gut. Die sind schon wieder da. Bevor wir hier jetzt weitermachen, würde gerne mal gucken, ob hier auch noch ein Ausgang ist. Ja, ist es. Ich würde einfach gerne wissen, wo das jetzt hinführt. Da sind jetzt zwei Türme, zwei Seiten. So, einer hat... Das gibt's doch nicht. Wir sind genau einen Schritt gekommen, dann sind die nächsten nachgekommen. So, alle hat ein Level ab. Guck mal, die kann uns jetzt gesund küssen. Gut, dass wir hier nachgeguckt. So viel zum Nachgucken. Also, das heißt, die andere Truhe ist hoffentlich etwas für uns. Und ich hoffe, dass die Falltür da oben dann zu ist. So, gucken wir mal diese Blitzbiss-Attacke. Alter Schwede, wie viele hält denn der aus? Oh, jetzt greift doch nicht den anderen an. Na gut, der ist jetzt weg. 640, oh Gott sei Dank. Der hält einiges aus, hä? Okay. Ach, guck mal, das ist das Gefängnis, wo die hier eingesperrt waren. Okay, die Eiler darf hier nochmal abknutschen. Natürlich sind sie hier wieder da. Haben wir die runter in den Kerker fallen lassen? Ja, gut. Shit. Okay, das heißt nochmal zwei Kämpfe und dann können wir die linke Truhe uns angucken. Ist schon, also die Eiler, die haut jetzt hier aber rein, ne? Kron hat wieder ein Level up. Oh, das geht hier flott. So, nächster Kampf. Aber macht die jetzt immer Blitzangriff? Ich habe Engel gelernt. Sehr gut.
So, die Linke diesmal. Starktrank erhalten. Echt jetzt? Jungs, Mädels, das kann doch nicht sein. Das ist ja schlimmer als Zufallskämpfe. Weil hier weiß ich ja jetzt direkt, jedes Mal, wenn ich da lang gehe, werde ich gebeutelt mit den Kämpfen. Bei Zufallskämpfen habe ich ja noch die Chance, dran vorbeizukommen. Eieieiei. Naja, wenigstens fängt Chrono alles ab. Ah, ausgetrickst. Okay, alle sind geheilt. Wie sieht's mit Mana aus? Mana ist halbwegs voll. Was jetzt hier heißt, erstmal Combo. Erstmal den Blitzbiss gegen den Drachen, weil dann können wir danach den Überschallrotor machen. Der müsste dann ziehen, weil er ist ja Elektro und bei Elektro wird er geschwächt, genau. Dann nimmt er wieder extra Damage. Oder den ursprünglichen Damage, den er sonst nehmen müsste. So, einer weniger. Das gibt's doch nicht. Hat er mit der Attacke sich gerade und seinen Kumpan selbst hier verletzt? So einfach kann's gehen, alter Schwede. Muss man nur einmal richtig spielen. EOW, EOW. Guck mal, da ist noch eine Truhe. Hä? Hier kommen wir an Heiltrank, okay. Okay. Vielleicht so. Oder muss ich hier an der Seite? Nee, darf ich auch nicht. Aber hier vielleicht. Nee. Hier komme ich ran. Tricera-Helm. Ausrüstung. Chrono, du kriegst, da du jetzt Engel hast, musst du auch am längsten aushalten. Na, drei mehr Damage. Abwehr. Das ist nicht so bombastisch, ne? Aber hier Steinhelm. Zwei mehr Abwehr, immerhin. So will ich ja gar nicht. Es muss ja hier irgendwie einen Weg geben. Da waren jetzt Gegner. Jetzt sehe ich aber nicht. Ah doch, das sind normale Gegner. Okay. Dann können wir gegen die ganz normal kämpfen. Wir haben hier zwei Truhen im Raum, die wir irgendwie erreichen müssen. Oder wir könnten von oben runterfallen. Wer weiß. Hier ist nix. Stört dieser Zacken hier. Komme ich hier irgendwo hin? Nein. Gehen wir mal eine Ebene hoch. Kommen wir hier irgendwo. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht so aus, als ob ich mich hier irgendwie runterfallen lassen könnte.
Vielleicht laufen wir einfach mal die Fliesen so sozusagen so ab. Ist hier aber nichts. Keine unsichtbare Wand, nix. Nee. Vielleicht kommt doch noch mal irgendwo ein Punkt, wo wir wieder in diese Räume kommen. Vielleicht sehen wir dann was. Sozusagen, wir heben bösen Zauber auf oder sowas. So, funktioniert der Überschallrotor? Nee, natürlich nicht. Hab's mir doch schon fast gedacht gehabt hier. Die Steindinger hier sind komplett immun gegen Magie. Und der Laser zählt als Magie. Eile hat wieder eine Stufe gemacht. Ein verschlossenes Tor. Es ist doch nicht wahr. Also. Am Anfang habe ich es noch gefeiert, dass man die Gegner überall sieht und denen auch ausweichen kann. Aber mittlerweile kommen sie ja hier schlimmer als bei Zufallskämpfen vor. Combo, Blitzbiss. So, erledigt. Und die liebe Eila darf mal wieder alle abknutschen. Also Fertigkeiten, da wollte ich doch gerade mal nochmal reingucken. Raserei. Oh, das dauert noch richtig lange, bis wir das kriegen. Trifft einen Gegner viermal in Folge, okay. Schleudern. Schleudert einen Gegner in die Höhe. Die MG. Ups. Die MG-Fäuste, wann sind denn die fertig? 67, nicht mehr so viel. Und das wortwörtlich, weil es ist so vielen Kämpfen, die hier kommen. Okay, unten war die Truhe links. Wird es jetzt hier vielleicht rechts sein? Okay. Ah. Ah, der hat es juckt ihm am Rücken. Der kommt aber mit diesen Muskelarmen nicht dran. Und er versucht es die ganze Zeit trotzdem. Oder er ist am Trainieren. Wisst ihr, rückwärts rudern. Nispel heißt er. Ihr sucht Asara. Ist gleich dort hinten. Der ist aber nett. So, Mark abgespeichert. Jetzt kommt er doch, hä? Nicht so schnell. Gleich dort hinten ist nämlich auch hinter mir. Alter Schwede, der ist ja schlau. So, gucken wir mal. Ich hoffe, der hat natürlich denselben Effekt, dass er mit Blitz hier geschwächt wird. Jawohl, sehr gut. Und dann die Ramme. Ordentlich, oder? Fertigkeit, Rappe der Ramme, bitte.
Abwehr geschwächt, puff, physischer Angriff, wieder extra Schaden gemacht und dann hat er wieder die Abwehr drauf. Was ja halb so wild, die Combo können wir ja hier ganz gut fahren. Er macht nämlich nicht so viel Schaden und wir teilen ganz gut aus, oder? Würde ich zumindest mal behaupten, dass wir ganz gut dabei sind. Jetzt wird er aber wütender. Was hat er gemacht? Elektrische Entladung. Jetzt. Das ist aber gerade heftig. Fertigkeit, Lichtteilung bitte. Der darf aber noch ein paar Mal heilen, ne? Gut, Combo. Vortritt. Und? Wow, na gut, ein bisschen mehr als die Roboterrammer, aber das war's schon. Na gut. So haben wir ihn auch besiegt. So wenig XP, auch 800, das ist ja hier so ein starken Gegner. Naja. Hier wollen wir das Zelt benutzen. Nee, immer noch nichts zum Runterfallen. Das mit dem einen Raum, wo die zwei Truhen drin sind, das wurmt mich jetzt ein bisschen. Aber man weiß ja auch nie, ob es überhaupt gewollt ist, diese Truhen wirklich zu bekommen. Vielleicht ist es ja gar nicht gewollt. Vielleicht sollte es ja einen nur dazu nötigen, immer wieder zu versuchen, dorthin zu gehen. Chrono hat wieder ein Level abgemacht. Okay. Klasse. Unser grüner Freund. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir den One-Hitten können. Wenn es überhaupt dazu kommt. Oh, 1400, das war ja hart. Werde schon ein paar Mal die Augen verdrehen, wenn so eine Scheiße passiert. Was soll denn das jetzt? Rotationslaser. Elektroschock und dann spuckt der Feuer. Er darf uns alle mal heilen, unser Roboter, während die anderen, der müsste jetzt ordentlich sitzen, der Angriff, oder? Ja. Also zweimal Blitzbiss und so ein Ding ist erledigt. Wenn er geschwächt ist, nimmt er anscheinend hier auch vom Blitzbiss nochmal extra Schaden. Was mir gut gefällt. Aber gut. Der hat ja vorher schon Damage genommen. Ich denke mal, wenn wir jetzt mit dem Roboter danach nochmal angreifen, könnte das auch schon sein Ende sein. Und das ist es. Darf ich jetzt? Ich darf weg. Herrgott. Ach, da kommt die nächste Welle. Okay, wir haben hier drei Knöpfe. Der oberste hört sich irgendwie so nach, da läufst du aus Versehen rein und dann ist es eh zu Ende.
Wir hatten schon einmal rechts, deswegen gehen wir mal auf links. Schade. Wie nett. Okay, dann ist doch die goldene Mitte. Ich hätte einfach nur den hier. Okay. Okay. Wenn man meint es besser, dann wird man besser belehrt. Hä? Muss hier einfach nur Hi sagen. So, haben wir es wieder aufgemacht. Das will ich jetzt aber nochmal machen. Guck hier weg. Und schwupp. Ich feiere das so sehr. Hoffentlich bleibt... Ah, die Dinos sind besiegt. Okay. Oh, der Azara. So stehen wir uns am Ende also doch gegenüber. Nun, es war unvermeidbar. Nur eine Frage der Zeit. Also dann, die Stunde der Entscheidung hat geschlagen. Reptiten oder Affen, wem ist erlaubt, auf dieser Welt zu verbleiben? Das Natur entscheiden. Eiler bloß kämpfen. Okay. Habt ihr dieses liebliche Brüllen vernommen? Schon bald werdet ihr mehr davon hören, als euch lieb ist. Oh, der haut jetzt ab, oder was? Feigling. Aber gut, macht Sinn. Der Speicherpunkt war ja nur da, wenn man es richtig gemacht hat. Und vom Bosskampf sollte auf jeden Fall immer ein Speicherpunkt sein. Und ich gehe mal von aus, nach der Logik handelt auch das Spiel. Deswegen, ja, läuft er weg. Ich wollte hier gucken, Steinhelm gegen Trizerahelm. So. Guckt euch das mal an. Den wollen wir jetzt besiegen, oder was? Verfluchter roter Stern. Nun fall schon endlich herab und färbe die Erde blutrot. Selbst wenn uns ein Platz in dieser Welt verwehrt sein sollte, werden wir sie euch primitiven Wesen ganz sicher nicht überlassen. Ha, ha. Ah, dieser Tyrannosaurus wird euch elende Affen für immer von dieser Welt tilgen. Oh, der hat doch bestimmt wieder verschiedene Angriffspunkte. Angriff. Na, guck mal. Ich würde natürlich zuerst sagen, Vollufe Magier. Ich kann mir vorstellen, dass der den Dino wieder heilt oder sowas. Oh, 3D-Effekt. Da haben sie das Super Nintendo damals richtig ausgelastet. So, Combo. Ja, Überschallrotor. Versuchen wir den doch mal. Okay, Trittsprung war jetzt nicht. Was? Nein, hey. Kaut da einfach mal auf mir rum. Als ob ich so ein Hundeknochen wäre. Das haut alles gegen den Zauberer noch nicht so rein, ne?
Vielleicht sagen wir mal hier die Ayla, die tut hier mal Chrono heilen und ich tue mit dem Roboter. Na gut, oder auch nicht. Ich sage einfach mal Wuchtieb. Macht auch nicht so viel. Also da ist doch schon die eine Combo ziemlich stark, oder? Combo Überschallrotor. Ach du Schande, Chrono hat so wenig Leben. Den hätte ich mal besser heilen sollen. Trank? Ah, guck mal, das hat sie aufgeweckt. Sehr gut. Machen wir mal Blitzattacke gegen den. Vielleicht stoppt das. Gerade so ein bisschen am Rätseln, was ich dagegen tun könnte. Weil Verteidigen gibt es hier nicht als Option. Der gute Bohrtritt, wie viel macht der? 120. Der Blitzangriff ist einfach der bessere, ha? Ich glaube, ob das jetzt eine Todesattacke ist. Oh, guck mal, der hat angegriffen. Kuss setzen wir dann vielleicht direkt mal ein. Jawohl. Und wir könnten mal Blitzgar machen. Gott. Alter Schwede. Wie viel hält denn der da oben aus, der Azara? Achso, jetzt ist er weg, hä? Wo ist der Blitzbiss? Da ist er. Der Roboter heilt uns mal, weil Chrono ist schon fast wieder am Arsch. Das gibt's ja nicht. Okay. Nochmal so ein Blitzbiss. Vielleicht macht er ja jetzt auch gut doppelt Schaden. Und? Naja, okay. Okay. Da hat wieder sein Countdown aktiv. MP gehen uns gleich aus. Wir sollten uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Ether reinziehen, vor allem der Roboter zur Heilung. Gegenstand. Wo ist es? Nicht stark Ether, Medium Ether hier. Roboter bitte. Und ja, komm, Ayla darf auch. Die kann sich gönnen. Und der Roboter darf dann direkt eine Lichtheilung machen.
Das zieht sich hier als Kampf, hä? Oh nein, jetzt wird sie gegessen. Medium Ether dann auch für Chrono. Achtung, und jetzt ist er besiegt, hä? Nee, ist er nicht. Das ist schon mal gut. Der Robo darf uns alle mal heilen. Und nochmal Blitzbiss, bitte. Blitzbiss. Okay, jetzt macht er schon wieder diese Attacke. Was könnte denn der Robo noch machen? Roboterhammer. Wie viel Leben hat der denn? Der muss doch schon 8000 verloren haben. Wieso steht er hier oben auf einer Burgbrücke? Hat der Flügel noch auf dem Rücken? Wie ist er überhaupt da hochgekommen? Der ist viel zu groß für jedes Tor. Haben sie den als... Na, guck, wir haben besiegt. Da haben sie den als Baby hochgeholt und hier oben aufgezogen. Dann haben sie ihn nicht mehr durchs Tor bekommen. Dann musste er immer weiterleben. Immer da oben weiterleben. Du, Fertigkeit Falkenhieb erlernt. Ui. Wir machen den Platz, dass er vorbeikriechen kann. Was sind das jetzt? Ach doch, sowas nicht. Nein, wie kann das sein? Hat das Schicksal sich wirklich auf die Seite der Affen gestellt? Hört gut zu, Primaten, und berichtet es den kommenden Generationen. Sagt ihnen, dass wir Reptiten voller Stolz bis zum bitteren Ende gekämpft haben. Eiler verstehen. Beep, beep, beep. Rotes Licht. Zuerst wird ein feuriger Stein auf die Erde fallen. Seine Flammen werden sich ausbreiten bis in die hintersten Winkel dieser Welt. Dann wird die Kälte einsetzen und die verkohlten Lande mit eisigem Frost überziehen. Der Beginn eines langen, unerbittlichen Zeitalters. Ha, ha, ha. Welch treffliches Ende für die stolze Rasse der Reptiten. Lavos, aber das ist unmöglich. Das ist also der rote Stern. Dieser Lavos ist ein Alien. Oh, das muss damals so cool gewesen sein, als das gezeigt wurde auf den Fernsehern beim Super Nintendo. So die ersten 3D-Effekte mit dem. Wort von Stamm von Ayla. La heißen Feuer, Vos heißen groß. Kino! Nein, da oben ist noch ein Raum, den ich durchsuchen will. Ist er jetzt tot oder liegt er da nur so gerade noch rum? Beeilen, Lavos nah! Alle auf Pterosaurus steigen. Nein! Kino bleibt? Kino beeilen? Nee, okay. Alter, was du machen? Kommen, Azara, komm! Nein, dies ist der Wille des Planeten. Eiler, beeilen! Azara, Eiler nicht vergessen. Beschützt. Beschützt? Was beschützen? Die Zukunft. Okay. Also die Reptiten haben auch irgendwie vor Lavos sozusagen Angst.
Okay, passiert jetzt noch was? Probo sagt, Lavos Geburt ereignete sich also nicht im Jahr 600, sondern bereits in diesem Zeitalter. Kann ich jetzt nicht mehr tauschen? Ich habe doch aber jetzt so schön Ressourcen gesammelt. Lavos riesig sein, ihr Lavos bekämpfen? Chrono, wir zu Lavos gehen. Noch sollte die Operationsbereitschaft von Lavos nicht bei 100% liegen. Gehen wir der Sache auf den Grund. Tyrannokrater. Es hat sich ein Portal gebildet. Lavos, schnell sein, schon tief unter der Erde. Die Portale sind vermutlich eine Folge der Raumzeitkrümmung, die von Lavos immense Energie verursacht wird. Worauf du warten, Chrono? Lavos da drin sein, oder? Wir reingehen. Nee, wir doch nicht reingehen. Wie rufe ich hier diese Dinger zum Fliegen? Ach nee, da unten hockt er. Können wir gleich machen. Ich will tauschen. So, der Tauschmeister. Schön, dass ich eintauschen muss. Die Welt steht am Abgrund und du sagst mir, bitte, tausch. So, und mir fehlen die Hörner. Shit. Federfangzähne geben doch Rubinweste. Nein. So, Blütenfangzähne haben wir schon gemacht. Gib die Pistole. Ja, wir kriegen nichts Neues raus. Mit. Nicht ein Horn haben wir bekommen. Bei so vielen Gegnern. Ach ja, dann gucken wir mal. Wir gehen mal hier runter, mal gucken, was dann jetzt passiert. Mein Zeitgyroskop steht auf 12.000 Jahre vor gardianischer Zeitrechnung. Das liegt immer noch sehr weit zurück. Chrono, wo wir sind, sein. Okay, das heißt einfach nur Grotte. Überall Eis. Oh, hier oben ist ein Zelt. Ne, das ist eine Höhle. Höhle der Erdgebundenen. Ach, guck mal da. Da schwebt ja auch irgendwas mit einer Kette noch am Felsen. Bevor wir uns das angucken, will ich natürlich mich hier draußen noch mal ein bisschen umschauen. Hier rechts ist auch noch was. Himmelsstiege, okay. Jetzt kommen wir damit in den Himmel. Okay. Jetzt erobern wir sogar den Himmel. Erdstiege, okay. Das heißt, ich überbrücke sozusagen jetzt, weil wir kein Flugzeug haben, damit Land oder Kontinente. Vielleicht hätten wir uns doch auf einem anderen Kontinent erstmal angeguckt, was in dieser einen Höhle ist. Na, das sieht aber hier jetzt schon ein bisschen anders aus. Guck mal, hier könnte man hoch zu einem Gebäude. Hier sind Gebäude. Schwarzvogel, okay. Kaya. Jana. Dies ist die magische Stadt Kaya. Unsere Gelehrten widmen sich fleißig verschiedensten Studien, deren Ziel es ist, den Traum der Königin von einem noch herrlicheren Züle in die Tat umzusetzen. Eure Kräfte unterscheiden sich von unseren.
Ich finde kaum Worte dafür, doch spüre ich eine seltsame Güte in euch. Okay. Also hier sind ein Haufen Leute, mit denen wir noch reden können. Und ein Troll oder sowas, wer weiß. Alter Schwede, wie viel. Viel zu viel. Können wir speichern? Ja, wir können speichern, sehr gut. Weil ich würde sagen, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um hier einen Schlussstrich mit Chrono Trigger für heute zu nehmen. Wir spielen natürlich im Anschluss noch weiter. Ich verabschiede nur die VODler und sage danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen, wenn wir Chrono Trigger spielen. Oder auch irgendwas anderes. Bis dahin, schöne Zeit euch. Und ich würde sagen, macht's gut.